changes. Namaste und willkommen zu Tune in Frequency Readings. Ja, wir wollen mal zusammen schauen, wie die Frequenz denn heute ist, was uns der Tag so bringt, was wir tun können, um auch die Energie und die Frequenz des heutigen Tages voll für uns zu nutzen. Dann wollen wir direkt in unsere Klangschale reinhören. Und zwar, ich sag schon unsere, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr auch dadurch, dass ihr immer ja mit dabei seid, einfach auch schon Teil dieser Klangschale seid und Teil der Frequenz seid. Ich würde euch bitten, euch erstmal frei zu machen von dem, was euch blockiert. Das heißt, wir wollen einen reinigenden Atemzug sozusagen nehmen. Wir atmen tief in den Bauch ein und durch die Nase und durch den Mund dann wieder aus, um alles, was in uns sozusagen im Körper steckt, erstmal rauszuholen und frei zu sein. Okay, atme tief ein. Und jetzt atmen wir nur noch durch die Nase ein und aus. Und beobachte mal, was du an körperlichen Sensations sozusagen in deinem Körper spürst. Wo kribbelst, wo zwickt's, wo wird's eng, wo wird's befreiend? Ja, welcher Körperteil meldet sich bei dir? Und spür ganz hinein. Wir atmen durch die Nase ein. Okay, spannend. Heute ist ganz, ganz viel Energie da und es möchte ganz, ganz viel fließen. Und wenn du dir vorstellst, es ist wie so eine Art Container und du bist der Container, durch den die Energie fließen möchte. Und jetzt ist es so, dass du ganz viel reinlässt, aber dass das mit dem Rauslassen noch nicht so klappt. Und dadurch füllt sich dein Container sozusagen mit ganz, ganz viel Energie an und es fühlt sich schwer an. Ja? Du hast vergessen, das Ventil zu öffnen. Du darfst das Ventil öffnen und einfach durch dich durchfließen lassen. Ja, du kriegst es immer schön visuell auch durch deinen Wasserhahn sozusagen gezeigt. Ja, du drehst das Wasser an, das Wasser fließt durch deinen Wasserhahn durch und kommt aus dem Wasserhahn raus und fließt aber durch deinen Abfluss auch wieder ab. Ja? Und genauso wollen wir auch die Energie durch uns durchfließen lassen, ohne etwas dabei zu blockieren, ohne die Energie krampfhaft festhalten zu wollen. Komm in deinen Fluss. Atme durch die Nase ein. Okay, spannend. Es geht von der Energie her in die ähnliche Richtung, nur ist es diesmal ein anderes Bild gewesen. Und zwar habe ich eine Sonne gesehen. Ein Riesenlicht, das unheimlich strahlt und strahlt und strahlt
Und da kannst du dir vorstellen, in der gleißenden Mittagssonne, wenn die Sonne richtig hoch steht, dass alle den Schatten aufsuchen, dass alle sich eine Sonnenbrille anziehen, weil es too much ist und wir uns auch sozusagen schützen wollen. Und trotzdem freuen wir uns über die Sonne und trotzdem wollen wir die Sonne genießen und unser Sonnenbad nehmen. Aber eben auch, ja, das schön dosieren. Und du kannst dir auch vorstellen, ja, dass es auch dann solche gibt, die eben gar keine Lust auf die Sonne haben. Ja, also es gibt einmal halt die Sonnenanbeter, die sich total in diesem Sonnenlicht baden wollen. Und dann gibt es eben auch diejenigen, die so mehr so die Vampire sind und so bei jedem Sonnenstrahl irgendwie sagen so, Autsch, nein, das ist mir zu viel, zu heiß. Ja, und so kannst du dir das auch vorstellen, dass wenn du so stark in deiner Energie bist und so stark leuchtest, dass manche sich sozusagen wie die Motten zum Licht hingezogen fühlen und dass manche aber auch, ja, den Rückzug antreten. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat damit zu tun, auf welcher Frequenz sie unterwegs sind. Du hast einfach nur die Aufgabe zu leuchten und zu strahlen und die Motten und die Sonnenanbeter sozusagen zu dir ranzuziehen und zu dir zu holen, weil das ist dein Tribe. Ja, über die Vampire brauchst du dir keine Gedanken machen. Die verziehen sich von selbst. Okay. Dann wollen wir noch einmal mit der Klangschale uns verbinden und reinspüren. Atme tief ein. Okay, im ersten und zweiten Bild haben wir sehr viel Vertrauen geschaffen, dass wir einfach so sein können, wie wir sind, dass wir dieser Container sind, durch den die Energie durchfließt und dass wir zeitgleich auch die Sonne sind und die einfach die Aufgabe hat, zu strahlen, ohne sich Gedanken über die anderen machen zu müssen, wem jetzt sozusagen der Sonnenschein gefällt oder nicht. Und wenn du dahin kommst, dann schaffst du Vertrauen und dadurch durch dieses Vertrauen öffnet sich alles von alleine und ja, du musst einfach nicht mehr viel machen, außer in deiner Energie zu schwimmen und dann entfaltet sich alles von alleine. Es ist eine Frequenz des absoluten Vertrauens. Okay, dann, ich habe meine Karten hier hinter mir versteckt. Wollen wir doch mal in die Karten reinschauen und schauen, was sie uns ergänzend noch mitzuteilen haben. Wenn du dieses Video siehst, dann ist dieser Inhalt auch für dich bestimmt. Und es ist Zeit für dich, durch die Barriers zu brechen. Wir durchbrechen alle Grenzen, die dir heute auferlegt worden sind oder die du dir vielleicht auch mit limitierenden Glaubenssätzen selbst auferlegt hast. Und da kommt auch schon die nächste Energie, nämlich Expansion, ja klar. Denn wenn wir etwas haben, was wir in einen Container gesperrt haben und wir die Grenzen durchbrechen, dann expandiert es. Und ich habe irgendwie gerade so das Bild von so einem Hefeteig, der einfach aufgeht und über sich hinaus wächst. Und jetzt haben wir noch The Meanie in Reverse. The Meanie, der ist bedeutungsreich. Und ja, da muss ich auf jeden Fall mal in
das Booklet reinschauen, denn da weiß ich, da verbirgt sich eine Message dahinter, die Teal Swan auch intendiert hat. Oh, es ist eine ganze Reihe. Also in diesem heutigen Reading ist tatsächlich ein bisschen Arbeit für dich, weil hier sind ganz viele Fragen, die dir gestellt werden. Regardless of whether you draw this card upright or in reverse, its meaning is the same. You are resisting your awakening. At this point in time, you are particularly re resistant and closed down. And so now, it is time for a wake-up call from the universe. Here is a set of questions you need to answer for yourself at this time. Also, es ist Zeit für deinen Durchbruch, es ist Zeit für dein Erwachen und hier kriegst du ein paar Fragen, um dich sozusagen zu öffnen. Erstens, what is the positive intention I have for keeping this negative thing in my belief, in my life? What need is being met by it? Why don't I want to get better or improve the situation? Also, was ist die positive Intention dafür, dass ich diese negative Sache in mein Leben halten kann? Ja, weil alles sozusagen immer auch ein Ziel verfolgt, selbst unsere limitierenden Gedanken. Denn ein Bedürfnis von dir wird dadurch gestillt. Welches ist das? Warum möchtest du nicht, dass die Situation sich verbessert? Genau. Dann haben wir noch ein zweites Set an Fragen. What do I not want other people to know about me? What am I trying to hide or deny? Was ist es, was ich nicht will, dass andere über mich wissen? Was ist es, was ich versuche zu bestreiten oder zu verstecken? Die dritte Frage ist, why am I not doing the things I know I should be doing? Warum tue ich nicht die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie tun sollte? Viertens. If I weren't scared, what would I do? Wenn ich nicht Angst hätte, was würde ich tun? Wenn ich frei von dieser Angst wäre, was würde ich tun? Fünftens. What in my life is worth suffering for? Was in meinem Leben ist es wert, für mich auch Leid zu tragen? Für was bin ich bereit zu kämpfen? Sechstens, what am I willing to give up or what do I need to give up in order to have what I want? Was bin ich gewillt aufzugeben, um das zu bekommen, was ich möchte? Oder was muss ich aufgeben, um das zu bekommen, was ich möchte? Siebtens, if I weren't scared to admit to it, what would I admit to myself that I really want? Wenn ich keine Angst davor hätte, es mir selbst gegenüber einzustehen, was wäre ich bereit, mir einzugestehen, was ist das, was ich will? Ja? This card is as liberating as it is painful to draw. It suggests that we must awaken to our true selves, our true desires, if we are to live a life that is worth living. It demands that you admit what you want to yourself. It also demands that you admit to the ways that you are preventing yourself from what you want and why. Also, es ist Zeit, dir selbst einzugestehen, was es ist, was du willst. Und dir selbst auch eingestehen, warum du dir nicht erlaubst, das zu haben, was du willst. Und warum? Okay. Wirklich, heute steht wirklich dieses Grenzen durchbrechen, Expansion und dieses Set an Fragen im Mittelpunkt. Also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir dürfen über uns hinauswachsen. Ich wünsche dir viel Freude beim Wachsen. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. Und ich möchte dich auch nochmal herzlich einladen zu unserem Self-Love-Healing-Ceremony. Das mache ich in der Unterstützung mit der lieben Alex Jean. Und wir werden am Samstag von 15 bis 18 Uhr diese Zeremonie mit euch durchführen. Und wir helfen euch, Selbstliebe zu leben und euch Methoden mit an die Hand zu geben, wie ihr für Body, Mind and Soul Selbstliebe wirklich
in euren Alltag integrieren könnt und praktisch anwenden. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Stay tuned and see you soon. Bye. Jesus.